Vor einer Woche gehörte dieser Rasen noch diesen Herren. Heute war das Olympiastadion allerdings fest in Kinderhand. Zum 7. Mal fand auf dem heiligen Grün, auf dem sonst die Profis von Hertha BSC kicken, die Kita Jade statt. Rund 2000 Kinder von mehr als 100 Berliner Kitas waren dem Ruf des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes, der Deutschen Olympischen Gesellschaft sowie der AOK Gesundheitskasse gefolgt, um sich bei bestem Sommerwetter mal so richtig auszutoben. Die Idee hinter dem Event bringt Matthias Out auf den Punkt. Also die zentrale Idee ist, dass wir die Kleinsten schon animieren können, und zwar nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich auf spielerische Art und Weise, dass Bewegung gesund ist, dass Gesundheit bedeutet, ich habe ein schönes Leben, und das von den Kleinsten beginnend, das ist tatsächlich der Impuls, der uns wichtig ist. An 6 Stationen konnten die Kleinsten ihren Bewegungsdrang mal so richtig freien Lauf lassen. Durchaus notwendig, denn laut einer Studie ist die Fitness von Kindern und Jugendlichen in Deutschland seit 2001 deutlich zurückgegangen. Es geht einfach darum, dass die Kinder Spaß haben, spielendes Lernen und dass sie sich daran erinnern, Bewegung, Ernährung, Bildung, das gehört einfach zusammen. Und diese Werte, die müssen wir den Kindern wieder geben, damit sie nicht vor dem Fernseher oder vor ihrem Computer verhungern. Und die Stars durften natürlich auch nicht fehlen. Als Kicker-Moderator Christian auf die Bühne kam, war der Jubel groß. Harte Konkurrenz machten ihm allerdings Hertinho, Fuxi und Co. Die knuddeligen Maskottchen standen bei den Knirpsen hoch im Kurs. Vom Tanzen mit Christian ging es weiter durch die verschiedenen Bewegungsparcours. Nach 3 Stunden war dann Schluss. Und das war auch gut so. Denn so viel Action musste am Ende Tribut gezollt werden.